Hallo und herzlich willkommen zu Teil 81 von Mass Effect 2 von der Legendary Edition. Es ist soweit, wir haben alles erledigt. Projekt Feuergänger, wobei da bin ich nicht sicher, ob vielleicht noch irgendwas kommt. Alle Missionen, alle Nebenmissionen erledigt, die wir erledigen wollten bis jetzt oder zu erledigen hatten. Und jetzt geht's endlich weiter mit Missionen. Wir sind genau genug durch die Galaxie herumgetollt und haben unsere Mission, unsere Crew alle loyal gemacht. Das heißt, wir sind perfekt vorbereitet. Perfekt vorbereitet für das, was jetzt kommt. Um sicher durch das Omega-4-Portal zu kommen, braucht die Normandy ein von Reapern gebautes Freund-Feind-System, FFS. Ein solches Reaper-FFS befindet sich vielleicht auf einem treibenden Reaper-Wrack, das Cerberus derzeit untersucht. Fliegen Sie zum braunen Zwerg Mnemosyne im Thorn-System, um das Reaper-FFS zu beschaffen. Also wir gehen jetzt tatsächlich einen kaputten Reaper beobachten. Ich finde es krass, dass es einen gibt, der da tot durch die Dings treibt, tot durch die Galaxie treibt und gefunden wurde. Aber es macht ja eigentlich auch Sinn, weil ich hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn die Proteaner nicht auch ein paar Reaper erledigt hätten. Es hätte mich doch sehr, sehr gewundert. In der Umlaufbahn von. Ich glaube, ich gucke mir echt mal die anderen an, weil das hat einen Planet und einen Mond, was interessant ist, finde ich. Mnemosyne. Ist ein brauner Zwerg mit der etwa 37-fachen Masse des Jupiters. Ach so, okay. Aber dass das dann in einem Sonnensystem ist, oder ist es das nicht? Doch, ist es. Es geht wohl hier gar nicht ohne Sonnensystem. Er ist so jung, dass in seinem Innern noch Kernfusion stattfindet. Er ist selbstleuchtend und strahlt mehr Hitze ab, als er von dem Stern vorn bekommt, bei einer Temperatur der Atmosphäre von 1800 Kelvin, 1500 Grad Celsius. Das ist aber gut gerundet, ey. Frühe Untersuchungen deuten auf eine kleinere Gravitationsanomalie auf der Nordhalbkugel hin. Ein Gebiet von ungewöhnlich geringer Masse bewegt es sich nicht mit den vorherrschenden Winden mit. Das Bessarhal-Institut für Planetenforschung plante zwar weitere Untersuchungen, schickte aber letztlich stattdessen eine Expedition zur Erkundung der berühmten tiefen Anomalien des Gasgiganten Bloba. Ist es das oder was? Eine kleinere Gravitationsanomalie. Ist das der Reaper vielleicht? Interessant, dass es ein brauner Zwerg ist. Starte Sonde. Sonde gestartet. Ach, eigentlich ist es egal. Es ist ein Mittel. Eigentlich interessiert mich das nicht, hier nochmal Artefakte zu suchen. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein Mond? Warum hat es gerade zufällig jetzt einen Mond? Lethe ist der größte Mond von einem Mnemosyne. Groß genug für eine eigene dünne Atmosphäre aus Methan und Stickstoff. Er wird durch den braunen Zwerg auf durchaus moderate Temperaturen aufgeheizt. Obwohl fast so groß wie die Erde, ist seine Dichte eher gering. Es dürfte also kaum wertvolle Schwermetalle geben. Er ist so an Mnemosyne gebunden, dass seine Halbkugel immer in die Hitze und das fahle rote Licht des braunen Zwergs getaucht ist. Auf dem Mond gibt es eine konstante, aber schwache tektonische Aktivität. Auslöser dafür sind aber eher die Gezeitenwandel der Gravitation von Mnemosyne als Lethes eigene interne Hitze. Aus einigen alten großen Vulkanen fließen breite Ströme aus geschmolzenem Silikat. Gucken wir mal, hier gibt es, ja, wollte gerade sagen, das ist bestimmt hoch. Starte Sonde. Solche Monde, Schrägstrich Planeten, ist immer hoch, ist immer hoch. Bisschen können wir hier auch, wobei hoch können wir noch ein bisschen ernten. Starte Sonde. Wer weiß, was wir noch brauchen, wer weiß. Höchstwahrscheinlich brauchen wir nichts mehr, aber. What? Das Sonde ist unterwegs. komplett oben. Das habe ich ja noch nie gehabt. Das hat sich gelohnt. Starte Sonde. Komisch, dass das nicht als Planet oder als Mond mit viel Rohstoffen mit dabei ist. Starte Sonde. Ich wollte gerade sagen, die Sonde ist irgendwie gerade nicht gelandet. Sonde unterwegs. Ach komm, egal, es reicht. Es reicht. Verlassener Reaper. Guckt euch das an. Mnemosyne wird von einem 2 Kilometer langen Schiff umkreist, das unverkennbar das Profil der Reaper aufweist. Es weist punktuelle Energiesignaturen auf,
die aber viel schwächer sind, als das bei einem Schiff dieser Größe üblich wäre. Der Reaper scheint ein Masseneffektfeld aufrechtzuerhalten, das einen Absturz auf den sterbenden Stern verhindert. In Teilen der Hülle klaffen gewaltige, durch Beschuss verursachte Löcher, die nicht repariert wurden. Die einzige logische Erklärung dafür ist, dass der Reaper gestorben ist oder zumindest vor langer Zeit auf Minimalfunktionalität heruntergefahren wurde. Okay, ihr wisst genau, was das heißt. Das heißt, er lebt noch. Er lebt noch und kann bestimmt von anderen Reapern wieder aktiviert werden. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall noch eine Weile dauert. Okay, und für die Mission nehmen wir das A-Team mit, auf jeden Fall. Ups, ich wollte nicht abbrechen, ich wollte annehmen. Ich bin aufgeregt. Los geht's, Freunde. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Okay, das sollte jetzt nicht so krass sein, oder? Für uns. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Okay, Geth auf der Dings. Auf dem Reaper, oder was? Das ist ja richtig krass. Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall... Auf jeden Fall Schwerkraft da drauf. Alter, ich bin echt gespannt. Okay, aber Geth. Das heißt, ich schalte wieder alles um auf blau. Ich habe mich schon gefragt, ein verlassener Reaper, entweder der wacht auf und wir müssen gegen den kämpfen oder hier gibt es andere Gegner. Und wir haben ja jetzt schon die Antwort, es gibt andere Gegner, und zwar Geth. Hä? Wir erforschen eine verlassene Anlage und müssen jeden Moment damit rechnen, dass uns irgendwas Böses, Mechanisches anspringt. Wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten, klingt gut. Hier hat schon mal einen erwischt. Was ist das, diese Anlage? Ist die im Reaper? Oder was? Bisschen wenig Geld gibt's hier. Das finde ich blöd. Warum gibt's hier so wenig Geld? Okay, ich dachte, da kommt irgendwie sowas. Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöhlten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Die Leiche einer gewaltigen, uralten Lebensform. Was mich betrifft, kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Das kann ich verdammt gut. Kann ich verdammt gut verstehen. Die Indoktrination, glaubt ihr wirklich, dass es das ist? Bei einem Tod. Also okay, vielleicht ist er wirklich nicht ganz tot und es ist immer noch aktiv. Diese Indoktrinierung, das wäre natürlich hart. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandaner glaubt, sie wären in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandaner starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Okay. What the fuck, wenn das immer noch nach so einer langen Zeit so eine Auswirkung hat? Wobei 37 Millionen Jahre ist viel zu lang, oder? Das muss ja was weiß ich wie lang her sein. Norman, die ein Landetrupp! Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Ich bin zwar neugierig, was Reaper angeht, aber ich möchte lieber nicht in einem gefangen sein. Ballern sie uns einfach raus. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon.
Wir brauchen dieses Schiff, sie holen uns schon raus. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei, Weidmanns Hai. Ey, voll krass mit Edi. Edi ist echt okay. Alle sind tot. Ich habe das schon zu oft gesehen. Vor allem wie tot, ey. Komplett zerfetzt, verbrannt irgendwie. Die sind immer alle verbrannt. Finde ich ganz schön hart. Alter, wie es hier aussieht. Haben das alles die Menschen gemacht? Wahrscheinlich schon, oder? Für was brauchen Reapers sowas? Ich finde es eh irgendwie krank, dass sie so gewaltige Dinger sind, die Reaper. Oder? Das ist doch ein bisschen komisch. Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuger bei ihr zu landen. Sie hat ihn die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Wer? Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselben Erinnerungen? What? Klingt, als hätte der Reaper ihr Bewusstsein beeinflusst. What the fuck, ey. Und wir laufen hier, wir stapfen hier gemütlich durch, so von wegen, ja, uns wird schon nichts passieren. Feinde! Ist das so klar? Aber wo? Neben den Hasten stehen Hochdruckpanzer. Soll ich sie hochgehen lassen? Ja. Aber es macht nicht so komische Töne. Ich überlege gerade gegen Hast. Ups. Gegen Husks macht es mit der Waffe halt keinen Sinn. Wie kommen die so massenweise hier raus, ey? Was soll denn der Scheiß? Ich hatte mich schon gefragt, ob die Technologie zur Herstellung der Husks von den Geth oder von der Sovereign kommt. Dass sie von den Geth kommen sollen, hat mir nie eingeleuchtet. Jetzt ist klar, dass die Reaper dahinter stecken. Ja, das macht doch auch Sinn. Das machen die Reaper schon die ganze Zeit. Das machen die Reaper mit den Proteanen / Kollektoren. Das haben die Reaper mit Dings gemacht. Das haben die Reaper mit den Keepern gemacht. Das wird ein harter Treffer. Weil ja, ich denke mal, komplett sicher war man natürlich nie. Ich weiß nicht mal, ob ich hier auf Dings wechseln soll, aber ja, die sind ja eigentlich nicht kinetisch. Der macht schon Sinn, auf die andere Munition zu wechseln. Ja, komm, machen wir. No, ich hab mich verklickt. Das hat wehgetan. Komm her! Schlag die her! Zum Glück sind die dumm wie Stroh, ey. Ich könnte mir hier auch eine Shotgun mal einsetzen, glaube ich. Ich glaube, wir wechseln mal da drauf. Benutzen die ein bisschen. Wobei vom Damage lohnt sich halt eigentlich gar nicht so, gell? Das ist halt auch immer das. Schon der dritte Tag mit diesen Kopfschmerzen. Die töten sich bestimmt noch gegenseitig. Ist nicht tot. Nie im Leben ist es tot. Wie gesagt, ist ja klar, dass es noch lebt. Wenn es da nicht abstürzt, wenn da noch irgendwas aktiv ist. Scharfschütze! What? Scharfschütze? Ich habe den Schützen nicht gesehen. Was? Was? Ein Überlebender des Wissenschaftsteams? Ja. Überlebender des Wissenschaftsteams. Hier lebt noch einer. Aber es ist auch cool, weil der kann dann hoffentlich erzählen, was hier los ist. Ich habe gerade irgendwie gedacht, das wäre Garrus oder was so. Was das wohl ist. Präzisionsgewehr Schaden. Was ist gut, wenn da von denen noch welche leben. Aber war der dann, hat er dann von da hinten geschossen? Oder von wo?
guckt euch das an, das lohnt sich halt eigentlich wirklich nicht. Dieses Maschinengewehr schon richtig stark, und rein vom Schaden her. Ja, okay, ich meine, zwei Schüsse sind gut, aber... Aber sobald ich halt nicht ganz so nah bin... Brauchen halt sofort einen Haufen mehr Schuss. Was ist bitte das? Ableger? Ach so, oh, das sind diese Dinge. Wow. Ach so, stimmt. Scheiße! Ey, das ist so, ich finde es so OP, das Ding. Das sind echt die härtesten Gegner. Was hat sie gesagt auf die Abdeckung? Was? Der hat da noch was dazu gesagt. Ich bin halt auf den Sack, ey. Ich glaube, eigentlich macht es Sinn, den von hier zu killen, oder? Achso, die hat mit ihrem Dings, mit ihrer Drohne, hat die bestimmt geredet. Wie immer. Ich überlege gerade, ob ich da meine Atombombe reinhauen soll. Aber es ist wahrscheinlich unnötig, weil ich kann den ja gemütlich von hier killen. Ist der Kopfschuss das hier oder das hier? Wahrscheinlich das. Die sind richtig eklig, ey. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, in den Eierbeutel zu schießen. Aber auch den Dingern machen wir natürlich mittlerweile mehr Schaden. Boah, ich bin mal gespannt, ob wir den Typ wieder sehen, diesen Kollektorenanführer da. Dem haben wir schon ewig nichts mehr gehört, dadurch, dass wir natürlich auch keine Hauptmission gemacht haben. Shandana hat gesagt, das Schiff wäre tot. Er hat ihn getötet. Wir haben ihm vertraut. Er hatte recht. Aber sogar ein toter Gott kann noch träumen. Ein Gott, ein richtiger Gott, ist ein Zustand. Kein alter Mann mit Zauberkräften. Er ist eine Macht, die die Realität durch bloße Anwesenheit formt. Er muss es nicht mal wollen. Er muss nicht darüber nachdenken. Es passiert einfach. Das hat Shandana nicht kapiert. Erst als es zu spät war. Der Geist des Gottes ist fort. Aber er träumt noch. Jetzt weiß er es. Er hat sich auf unseren Traum fixiert. Wenn ich die Augen schließe, spüre ich ihn. Ich spüre jeden von uns. Das ist so krank, wie mächtig Reapers sind. Wenn wir da nicht irgendwas richtig Krasses noch finden und machen können, sind wir so am Arsch, gell? Wir sind so arg am Arsch. Alter, mit Tali reden. Was müssen wir hier? Wo müssen wir? Was? Wir müssen in die andere Richtung? Was? Die haben wir doch schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Ja, die haben wir schon oft gesehen. Die haben wir schon oft gesehen. An die erinnere ich mich. Sehen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Für Sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Das ist doch nicht normal. Niemand bei klarem Verstand würde so etwas wollen. Sie haben die Loks gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Was? Die haben sich selber das angetan, oder was? Das ist ja richtig krass. Ja, Altar, die haben die angebetet, oder wie? Den Reaper dann... Wir können diesen Leuten jetzt nicht helfen. Aber wir werden nicht zulassen, dass die Maschinen ihre Leichen derart missbrauchen. Hey, es ist so hart. Es ist so hart. Was wollen wir gegen sowas machen? Was? Ich weiß es nicht, ey. Das könnte nützlich sein. Schweres Hautgewebe, das ist gut. Falls wir jemals zur Normandie zurückkommen, können wir das benutzen. Hä, aber wo ging das denn dann weiter? Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Hier oder was? Lol, ja, tatsächlich. Gut, dass wir erst gerade ausgegangen sind. Ich wäre 100 pro hier erst rein. Musik. Ich habe mich gerade gefragt, ob das so tiefe Musik kommt. Was?
Seit 5 Tagen? Wow. Ich glaube, da lebt noch einer. Dieser Scharfschütze. Ja, okay, da lebt einer. Alter. Wait, was? Wait, was? Bitte, was? Das ist ein... Ist das eine... Das ist doch ein Gef oder vielleicht... What? Shepard Commander. Was? Der Scharfschütze war ein Geth. Seit wann reden Geth mit organischen Lebewesen? Er dürfte nicht sprechen können. Ein einzelner Geth ist nicht viel intelligenter als ein Gallen. Was? Bitte was? Uns hat gerade ein Geth geholfen. Sie weichklopfen. Ein Geth erschießt Husks. Aber es ist ein einzelner Geth ist nicht. Ja, ich meine, das stimmt. Die sind nur im Netzwerk, sind sie schlau. Einzeln sind sie ziemlich dumm. Aber der hatte so ein Loch in der Brust. Der hat so ein riesiges Loch in der Brust und sah irgendwie auch ein bisschen anders aus. Also der sah auf jeden Fall nicht wie der Standard-Geth aus. Sah schon ziemlich beschädigt aus. Aber dass der Schlaue schon reden kann. Also ich meine, dass sie reden können, das hätte ich. Würde mich jetzt, also wundert mich jetzt nicht, das hätte ich eigentlich sogar erwartet. Ich hätte nur gedacht, sie tun es halt nicht. Wir keinen Bock haben, mit uns zu reden. Aber dass sie uns hilft? Was geht denn jetzt auf einmal ab? Vor allem, wie ruhig die beiden anderen da drauf reagiert haben, fand ich krass. Was das für Massen sind, ey. Wollt ihr mich verarschen, ey? Das Ekelpaket, ey. Nein, fuck, falscher Knopf. Schlag dich mit der Pistole kaputt. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Glaubt ihr, das kann unser letztes Crewmitglied sein? Uns fehlt noch einer. Und warum sollten wir den irgendwann später kriegen? Wie fucking krass wäre bitte das? Wenn wir einfach einen Geth als Crewmitglied kriegen. Wie krank wäre bitte das? Boah, ich bin mal gespannt, ob Tali den jetzt gleich hasst und sagt, auf gar keinen Fall will ich mit dir was zu tun haben. Ich hoffe nicht. Boah, wie ich schon wieder Fantasia, gell? Direkt kurz ein Geth gesehen, der ein Scharfschützengewehr hat und uns hilft direkt. Lassen wir uns dann die Crew aufnehmen. Das wäre eine gute Verstärkung. Aber es macht schon irgendwie Sinn. Feinde vor uns! Alter, wie viele, ey. Vor allem, warum sind hier so viele? Das, also irgendwie schon ein bisschen arg, oder? War hier so viel Forschungspersonal. Oder ist es von früher? Aber das sind ja glaube ich, immer Menschen hier. Die Husks, oder? Er muss vielleicht nicht. Vielleicht sind es auch irgendwelche anderen organischen Lebewesen, die hier noch aufbewahrt wurden. Ja, aber was wir hier an Massen wegpushen, ey. Schon ein klein wenig krank, muss ich sagen. Ein klein wenig. Bisschen Kohle verdient, danke. Krass, wie wir jetzt wieder Geld um die Ohren gehauen bekommen. Schon lange nicht mehr so viel gekriegt. Geht das jetzt? Ja, es geht runter. Links! Ich würde gern, dass der Typ runterkommt, dann würde ich nämlich auf die Dings schießen. Das Explosionsfass. Ich hoffe, der kommt weit genug runter. Der trifft uns halt einfach von da oben. Das ist halt wirklich lächerlich, ey. Es sind so viele.
Yo, das hat Schaden gemacht. Das müsste sie ausbremsen. Ja, Beine wegschießen bremst meistens die Leute aus. Im echten Leben auch so. Habe ich nicht irgendwas kommen? Das ist der Moment. Das ist der Moment. Warum schießt er nicht? Nein, ich komme hier nicht raus. Was mache ich denn jetzt? Ich komme hier nicht raus. Lauf! Dass ich das überlebe, ist auch schon wieder eine Frechheit. Aber in meiner Vorstellung war das der perfekte Moment, ey. Der perfekte Moment für diese Atombombe. Verdammt, ey. Das hätte ich geil gefunden. Das hätte ich jetzt richtig cool gefunden. Boah, guckt euch an, wie wir das Ding kaputt schießen. Die Waffe ist so OP. Ups. Ich dachte echt, das überlebe ich nicht. Das hätte ich wahrscheinlich, habe ich auch wahrscheinlich irgendwo nett verdient, das zu überleben. Ich glaube, ich speichere mal. Mehr Geld. Schwere Waffen! Komm, wir rotzen jetzt direkt alles, was wir haben, auf den raus. Verdammt, habe die Schilde verloren. Verdammt, habe die Schilde verloren. Diese Range von dem Typ ist einfach so insane. Hä, warum? Warum habe ich keine Barriere? Oder ist die direkt weg gewesen? Ist da irgendwo Tali? Ich wundere mich, dass ich nicht mein Schild. Dankeschön, jetzt endlich. Ich wurde jetzt so lange nicht angegriffen, hab das Schild nicht aufgeladen. Tali hat es. Die geht in den Nahkampf. Macht da gar nicht lange oben. Zum Glück muss ich mir bei Missionen echt keine Gedanken machen, dass sie sterben. Zum Glück, ey. Krass, wie wir uns hier durchweiten müssen. Waffen bereit. Ich will meine Mini-Atombombe einsetzen. Ich will. Wir brauchen zu viel Zeit. Krass, wir können das voll gut dodgen. Das hat doch auf Horizon gut funktioniert mit dem Dodgen, oder? Was nehmen wir? Nehmen wir Shotgun. Euch an, wie wenig das bringt. Das ist doch wirklich lächerlich. Ich stehe aufs nächste näher und trotzdem eine komplette Shotgun drauf. Ich wäre trotzdem schneller gewesen mit dem Gewehr. Das ist echt ein bisschen enttäuschend. So, okay, da vorne geht es bestimmt weiter, wenn wir da die Tür aufgemacht haben. Die Zerstörung des Masseneffektkerns sollte kein Problem sein. Und dann verlassen wir das Schiff im Eiltempo. Hä, aber haben wir dann das Reaper FFS? Oder nett. Ich meine, wir müssen es ja erstmal kriegen, bevor wir das Schiff verlassen. Oder ist uns das plötzlich egal? Und was ist mit dem Geff? Dem muss doch auch irgendwas sein, hallo? Oh, da ist das Reaper FFS. Muss ich nur beschweren. Das liegt hier einfach so rum. Das muss es sein. Chillig. Das Cerberus-Team hat es also zurückgeholt. Aber wo sind sie jetzt? Tot? Wo sollen sie sonst sein? Alter, ist der Geff? Okay. Feinde gesichtet. Was? Wir zum gehören alle dir. Geier. Ich denke, das wird hier ein harter Kampf.
sieht schon so aus, als wird es hier richtig rund gehen. Das sieht schon so aus, als wird es rund gehen hier. Laptop-Zugriff. Frag ich, was es da gibt. Kommt jetzt von allen Seiten her. Ich glaube, ich muss mich gut positionieren. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Kommt hier auch mal noch ein krasserer Gegner? Oder müssen wir jetzt hier Husks killen, bis es keine mehr gibt auf der Welt? Aber was machen die auf einmal für Töne? Boah, die Musik ist richtig unangenehm. Ach, das ist der Kern. Ich muss ich einfach in den Kern schießen? Wahrscheinlich, ja. Richtig unangenehmer Ton. Vielleicht synthetisch dagegen schießen? Na klar. Er ist tot, kann aber einen Kern schließen. Warum soll ein Kern jemals wieder aufmachen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß warum, weil es bestimmt überhitzt. Dann muss es wieder aufmachen. Wegen der Kühlung. Was ich dem Spiel tatsächlich vorwerfen würde, wäre, dass es relativ, also die Gegner, verschiedene Gegneranzahl ist relativ klein. Also ich meine, seit wir jetzt hier sind, kämpfen wir nur gegen Husks, die roten Husks und gegen irgendwelche komischen, ekelhaften Eierbeuteltypen. Oh, ist schon wieder offen. Was nicht schießen? Warum nicht schießen? Achso, der wurde getroffen. Getroffen in Anführungszeichen. Ich will jetzt mal gucken, ob auf der anderen Seite vielleicht doch noch irgendwas ist. Ganz schön viel Munition ist da noch. Ganz schön viel Munition. Nichts ist schneller als Tachikawas Poss. Nichts ist schneller als Tachikawas Poss. Komm, mach bitte auf, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß zu ballern. Danke. Und tschüss. Jetzt ist er tot, der Reaper, hä? Scheißteil. Oh, was? Der liegt. Sollen wir irgendwas mit dem Geth machen? Der liegt da? Lassen Sie ihn hier. Sie wissen, was er ist. Wenn er Zugriff auf die Computer der Normandy bekommt. Dann? Sie haben es selbst gesagt. Noch nie hat jemand einen intakten gefunden. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob es das Risiko wert ist, Shepard. Wir haben keine Zeit für Diskussionen, Tali. Na los! Wusste ich doch, dass ihr das so mega cool findet. Durchhalten! Irgendwie auch, verständlich, aber. Aber klar nehmen wir den mit. Wobei, das könnte jetzt auch echt ein trojanisches Pferd sein, gell? Hui! Auf geht's, Tali. Hopp, 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 Tali. Sehr schön. Wir sind soweit, los. Okay, jetzt bin ich ja mal wirklich, wirklich gespannt. Reaper FFS erfolgreich beschafft. Verlust des Cerberus-Teams auf dem Reaper-Schiff bedauerlich, aber nicht überraschend. Werde medizinische Daten des Teams mit denen der auf dem Reaper angetroffenen Husks vergleichen, um möglicherweise Erkenntnisse über die Indoktrination und den Umwandlungsprozess der Hulks zu erhalten. Ist tatsächlich relativ schlau, finde ich, das zu machen. Das ist relativ schlau. Werden sie zum ultimativen Helden. Ich glaube, wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht.
Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere ihn, die Belohnung ist erheblich. Cerberus bekommt den Geth. Ich will wissen, warum ein Stück N7-Panzerung an seine Brust geschnallt ist. Echt, tatsächlich? Vielleicht eine Kriegstrophäe? Wäre eine Maschine an sowas gelegen? Nein. Trophäen setzen Gefühle voraus und sowas haben VIs nicht. Ich vermute, es handelt sich lediglich um eine provisorische Reparatur. Komm, das ist doch komplett scheiße. Also ich finde, auf das muss man achten, dass sie jetzt hier von VI redet. Trophäen setzen Gefühle voraus und sowas haben VIs nicht. Also erstmal weiß sie das nicht und zweitens ist es keine VI, sondern eine KI. Die haben doch im Kodex haben sie doch drinstehen, was der Unterschied ist zwischen VI und KI. Ich habe hunderte von diesen Dingern umgelegt, aber ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem zu reden. Der hier hat versucht, mit uns zu kommunizieren. Er hat uns vermutlich sogar das Leben gerettet. Warum? Den Geth wieder zu aktivieren ist riskant. Sie sollten das nur im Interesse der Menschheit tun, nicht um ihre eigene Neugier zu befriedigen. Für mich dient unserem Wohlbefinden nach wie vor am besten eine Luftschleuse. Ich verstehe immer noch nicht genau, warum ich nur mit euch zwei rede. Ich weiß, ihr seid Cerberus und es ist eine Cerberus-Mission. Aber für mich ist eigentlich die ganze Crew mich wichtig. Deswegen würde ich als Commander eigentlich sagen, wir treffen uns hier mit der ganzen Crew. Aber ich will auf jeden Fall erst mit ihm reden. Scheiß auf Cerberus. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Oh oh. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Seien Sie einfach vorsichtig. Ja, wir haben keine Wahl. Ich vertraue Ihnen, Edie. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Tali wird ausrasten. Das wird sie halt wirklich. Das glaube ich auch. Dass sie das wird... Vielleicht rede ich auch erstmal mit ihr, aber ich will trotzdem wissen, warum soll ich denn nicht aktivieren können? Ich muss jetzt keine Angst haben, dass er irgendwie ist komplett krank abgeht, dass er komplett eskaliert. Das ist ja einer und ich glaube das auch nicht, ganz ehrlich. Aber Vorbild ist voll, das ist schon mal eine gute Sache. Vorbildfunktion ist voll, komplett voll Paragon. Okay, also die Mission war jetzt so meh, würde ich sagen. Einfach nur Husks abballern die ganze Zeit. Aber den Typ, den Geth und mit N7-Panzerung. Naja, das müssen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge angucken. Da bin ich ja mal wirklich gespannt, was da rauskommt. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Macht's gut, haut rein und tschüss.